Wir müssen leider noch ein bisschen mit dem Bohrer weitermachen. Und ich bin gerade komplett durchgefallen. So. So ein Dreck. Base, was können wir denn hier? Was ist denn das hier? Schwerkraftgenerator erzeugt ein künstliches Gravitationsfeld im Weltraum. Aufzugblock. Ja, ja. Können wir uns hier holen. Kostet ja nichts. Kanonengeschütz. Automatisch. Automatisch ist gut. Minigun-Geschütz. Automatisch oder manuell? Ja. 15 mm Kanonen. 30 mm Kugeln. Hangertüren. Hangertüren sieht doch auch interessant aus. Rolltore kann man auch nehmen. Automatiktür, Blöcke gepanzert. Ja, weiß ich nicht. Reparaturstation. Okay, okay. ATM. Kühlschrank T2, Generator. Treibstofftank. So, ein Capital Vessel. Ein Cockpit, okay. Kanonengeschütz. RCS-Modul. RCS T2. Das geht erst ab Level 10 denn, oder was? Oder ne, erst wenn wir das erforscht haben. Schubdüsen. Keine Ahnung, warum das jetzt noch nicht geht. Oder Level 10, ne? Das heißt Level 10. Wenn ich mich jetzt richtig... Okay, okay, Level 10. Sehr gut, sehr gut. Achso, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Gut. Wir haben aber immer noch nicht... So, der produziert ja noch fleißig. Das können wir dann mal hier mal drüber machen. Zack, zack, zack. So, das hier mal hin hier. 999. Silizium war hier oben. Okay, das können wir demnächst auch nochmal aufstellen. Kraftstoffzelle. Nur einen hier rein, der Rest mal da rein. Okay, hier. Ah, hier haben wir die 30 mm. Da brauchen wir Metallstücke für. Metallstücke haben wir schon wieder nicht mehr. So. Erweiterter CPU. Zwischenprodukt, das jetzt kommen wir für ein X. Oder haben wir auch diese Neon, irgendwas nicht, Flugspule. Das ist alles das, was ich nicht habe hier. Ah, okay. Schwebesystem, Undockplug. Sehr nett. Das können wir dann in unser großes Schiff machen und da können wir dann immer mit dem Hoover andocken. Okay, Scheinwerfer, Frachtblöcke, Munitionskiste, mobiler Konstruktor. Das geht aber nur auf grün und blau, das heißt auf kleinem Objects für Capital Vessel und hier ist für Hoover Vessel, also nur für Hoover und kleine Schiffe. Das ist aber nicht so schlimm. So, das geht nur für das und das und das geht nur für das, okay. Ja, und hier ist Deko-Krams. Deko-Krams brauchen wir erstmal nicht. Gut, würde ich sagen, ich habe wieder genug gelabert. Ich wollte doch noch das Ding hier rüber machen, damit das nicht schlecht wird. Und die Sachen bringe ich jetzt noch nach unten. Hier hin. Sieht sehr komisch aus. So, Frachtbox, da kommt das rein, das rein, das rein, das rein. Nein, das kommt da nicht rein. Faserpflanzenkern. Und Aloe Vera Kern. So, sehr gut. So sieht das doch gut aus. Ziehen wir uns hier noch ein bisschen Sauerstoff, dass wir das auffüllen. Helm ist sowieso aus. Und dann haben wir hier noch so ein Ding. Das sieht sehr, sehr groß aus. Und das können wir... Das können wir... Treibstofftank nur auf einem kleinen Schiff oder auf einem Hoover aufbauen. Na super. Ja, ich müsste mal noch hier so eine Kiste irgendwo platzieren und da all den Scheiß, was nur fürs Hoover da zuständig ist. Wir hatten ja hier noch Frachtkisten. Nur fürs Hoover zuständig ist. Hier, Frachtblöcke. So. Dann kommst du mal hier hin. Dann können wir dich damit reinpacken. Da haben wir die großen Promethium. Okay. So. Frachtblöcke, zack. Okay. So. Weg.
Gut, da kommt das rein für den Hoover. Hier haben wir noch die O2-Station. Okay, die können wir noch irgendwo aufstellen. Die sieht sehr groß aus, oder? Ne, die sieht nicht nur groß aus, die ist auch groß. Au. Ja, wo ist wohin damit? Wir können sie ja dann wieder abbauen, wenn sie uns nicht passt, ne? So. Du hast keine O2-Flaschen in den Tanks. Gut, jetzt brauchen wir diese O2-Flaschen. O2, O2, O2. Wo seid ihr? O2-Flaschen. So. Okay, die bringen wir jetzt runter. Müssten wir dort theoretisch reinstellen können. Kurz übers Bild gelatscht. Drücke F, um die Station zu verwenden. Okay. Okay. Drücke F, um die Station zu verwenden. Ja. Ah, jetzt brauche ich doch bestimmt noch. Ich brauche doch bestimmt noch so ein Ding, wo ich die. Sorry, wenn ich das noch nicht alles so beherrsche. Ich brauche doch jetzt. Moment, Moment. Ich will sicherlich sagen, oh, du bist so doof. O2-Tank. Ich wollte noch so ein O2. O2-Station, O2-Tank. So, das heißt, ich muss da. Hier ist übrigens noch so eine Kiste. Die können wir mal hier reinpacken. Hier können wir mal die reinpacken. Und die können wir mal hier reinpacken. So, ich muss jetzt diesen Teil hier, die Säge kann mal weg hier. Muss jetzt das Teil. Das muss ich jetzt bestimmt doch hier hinpacken. Okay. Okay. So. Ah, okay, okay. Aber. So. Okay, eine ist weg. Okay, okay, verstehe. Aber warum kann ich denn da keine Flaschen reinmachen? Drücke F, um die O2-Station zu verwenden. Egal. Egal, egal, egal. So, und dann kommt hier oben, da haben wir. Ich halt mich besoffen hier oder was? So, und hier kommt jetzt mal noch eine Munitionskiste hin. Und Geschütz. Ich hatte auch noch ein Geschütz gebaut, oder? Geschütz? Hatte ich nicht noch ein automatisches Geschütz gebaut? Hier, Kanonengeschütz. Nur für Basis. Genau, genau, genau. Und das Ding können wir dann mal oben hinstellen. Das braucht aber 30mm Kanonen. Die hier. Wollte eigentlich schon Schluss machen. So, das Geschütz nehmen wir. Schon wieder dunkel. So. Und du kommst, alter Schwede. Mal hier hin. Pflanzenbeet setzen, Keim setzen, Pflanzenlicht aufhängen, ernten. Okay, okay. So, und jetzt muss der. Haben wir jetzt hier Muni? Warum haben wir keine Metallstücke? Metallstücke, Metall. Metall, 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 Metall. Hier. Nee, jetzt sind ja nur die ganz großen. Sorry, hier hin. Okay, das ist so schon mal durch. Konsen, Metall, Metall. Metallkomponenten, Kabel, Glasplatte, Metallstücke. Eisenbarren. So, jetzt haben wir kein Eisen mehr. Sehe ich das korrekt? Wir haben noch einen Eisenbarren.
Ansonsten hätte er die Metallstücke schon längst hergestellt. Also gut, dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal zu tun haben. Wir müssen uns auch nur bis auf so eine Gesundheit sehen. Machen, aber wo haben wir Eisen? Und Level 8 haben wir schon zur Hälfte durch. Wo ist Eisen? So, das ist Red. Eisen, 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 Eisen. Warum müssten die eigentlich auch Kobalt, Kupfer, Magnesium? Das sind die Pole. Das sieht aus, als wenn das dort nicht mehr weitergeht. Ja. Eisen. Ich habe kein Eisen mehr. Wahrscheinlich war es das denn gewesen. Wenn wir kein Eisen haben, sind wir verloren. Aber gut, ich würde jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Oh, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Space Engineers. Nein, willkommen zurück bei Empyrean Galactica Survivor und wir machen gleich weiter, womit wir beim letzten Mal aufgehört haben. Erstmal muss ich hier ein bisschen Kraftstoff wieder nachfüllen und einmal kurz hier unten gucken, wenn er meine Gesundheit ist für den, voll für den Arsch. Sauerstoff brauchen wir nicht, wir brauchen Nahrung. Gut, das wächst und wer hat denn die Lampe da ausgemacht? So. Dann kann ja auch nichts wachsen. Weiter geht's. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Eine Heilungsstation. Eine, nee, nicht Klonkammer. Wir brauchen eine setzt einen Startpunkt. Nee. Wo war denn so eine Gesundheitsding? Generator, Offline-Schutz. Können wir das auch gar nicht bauen? Das wäre natürlich voll für den Arsch. Gut, egal. Dann, die können wir erstmal kurz hier lassen. Ich brauche Betonblöcke. So, die nehmen wir mit. Was essen? Und irgendwas gibt doch hier auch Gesundheitswert zurück. Gesundheitswert. Essen. Gesundheitswert. Okay, okay. Nochmal Gesundheitswert. Den. Offene Wunden. Ja. Machen wir das erstmal über die Nahrung. So. Na los, komm schon. Einmal noch. Okay, dann ist alles voll. Gut, hier haben wir die Munition. Oben haben wir noch diesen, das Automatikgeschütz, glaube ich. Selbstschussanlage. So. Other Fractions, Aliens, Predators. Bitte schießt mit des Zielobjektes. Okay. Das Ding ist jetzt aktiv, aber wir haben noch keine Munition drin, also es ist erstmal egal. Und es ist schon wieder dunkel. Das ist ja. Oh, wo ist mein. Wo ist denn mein Hoover Starterblock? Der ist weg. Das ist ja nicht so schön. Egal. Wir ziehen jetzt erstmal hier lang. Warum, wieso, das werdet ihr sehen. Also wir werden jetzt eine quasi Basis bauen. Also wir haben zwar schon eine Basis, aber wir werden die Basis jetzt auch überirdisch bauen. Das war kacke. Ja, man kann ja auch ziehen. Das ging ja auch. Damit geht das dann auch alles viel schneller. Das Geschütz werden wir nochmal umstellen müssen. Das ist aber nicht so schlimm. So, kein freier Platz, um den Block zu setzen. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, das dahin. Und wir brauchen jetzt unseren Bohrer. Und dann machen wir mal hier ein bisschen Schaden. Wenn wir ihn
nachgeladen haben. So, dabei können wir gleich ein bisschen einsammeln. Weil wir brauchen ja noch mehr von dem Beton. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir müssen Rohstoff abbauen, genau. Ansonsten, wir müssen ja gucken, dass keine Aliens kommen, keine Gegner kommen. Und ansonsten sammeln wir hoffentlich XP durch das Bohren. Und dann können wir auch endlich unseren Hoover bauen. Oh, wir haben Schotter schon aufgenommen, aber keine XP. Das ist schon mal für den Arsch. Aber nicht so schlimm. Dann ist es egal. Dann machen wir es hier nur, um Schotter aufzunehmen. Doch, gibt doch XP-Punkte. So, ich kann den Generator hören. Der ist sehr, sehr laut. So, jetzt zieh mal das hier weg. Wir brauchen ein bisschen, wir brauchen Platz. Wir brauchen sehr, sehr viel Platz. So, das Zeug hier alles weg. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir eigentlich das Geschütz beladen würden, ne? Falls hier doch Gegner kommen. Egal, wir versuchen es erstmal ohne. Genau. Man sieht übrigens hier unsere Basis. Das war zum Teil jetzt gewollt, zum Teil nicht gewollt. So. J war... war Jump an. Hier, Jump. Jetpack. Das Ding ist ziemlich groß. Egal. So, wir ziehen jetzt erstmal das hier lang. Dass hier uns auch nichts passiert. So, und hier auch erstmal. Ja, können wir natürlich nicht lang ziehen. Natürlich auch voll für den Arsch. So, das hier rüber. Okay. Und dann können wir den hier auch noch setzen. So, dann haben wir hier oben erstmal eine Grundfläche. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen leider noch ein bisschen mit dem Bohrer weitermachen. Und ich bin gerade komplett durchgefallen. Super. So, okay. Kein Problem. So, ziehen wir das hier mal lang schon mal. Bis dahin, dann das dorthin und dann hier mit dem Bohrer wieder weg. Wir bauen jetzt nämlich die Basis nicht in den Felsen komplett rein, das wird mir zu langweilig. Wir bauen die jetzt oben drauf. Und ich hoffe, dass wir ich höre schon wieder irgendwas trapseln hier. Zack. Komm, lass mich mal kurz hier rein. So, hier kommen schon mal Schotter rein. Schotter, daraus machen wir Gesteinsmehl und aus Gesteinsmehl jetzt muss ich ganz nochmal gucken. Betonblatt brauchen wir Zement. Okay. So. Machen wir jetzt erstmal so. Dann gucken, was wir hier noch an Magnesium. Magnesium haben wir jetzt ja eine ganz schöne Menge. Warte, das können wir noch mitnehmen.
haben wir keinen Zement mehr. Und kein Dings mehr. Das ist ja doof. Aber gut. Das sehen wir beim nächsten Mal.